Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu MotoGP 2015, heute mit Part 14 hier am Montag auf Red Second TV. Es geht weiter mit der Story hier bei uns und ja, dazu gehen wir direkt zum Karrieremodus, denn die nächsten Rennen stehen an und ja, da ist das nächste direkt Brünn und da müssen wir noch einiges umstellen. Jetzt fahren wir erstmal hin. Oder fliegen wir erstmal hin. Vom einen Kontinent zum anderen und dann wieder zurück. So sieht's aus. Bisschen weiter östlich vom Sachsenring. Ja, was gibt's zu sagen? Nicht viel, nämlich, dass wir gleich hingehen. Nur, dass es diesmal kein Qualifying gibt. Es gibt nur das Rennen. Denn in diesem Part gibt es noch den Test danach. Genau deswegen gehen wir jetzt direkt zum Rennen. Ja, gleich geht's los. Sind wir direkt beim Rennen. Das ist die Strecke, hier die wir jetzt leider Eddie nicht mehr sehen. Und ich begrüße all unsere Zuschauer hier in Brünn zur 11. Runde der MotoGP-Weltmeisterschaft. Bleiben Sie dran und erleben Sie mit uns die Live-Berichterstattung zum tschechischen Grand Prix in der Moto3-Klasse. Jawohl, machen wir doch. Sie sehen die dichte Wolkendecke ja selbst, liebe Zuschauer. Und haben ein Datenpack, denke ich mal. Jawohl. Dieses Datenpack setzen wir jetzt hier gleich fürs Chassis ein. Und damit gehen wir mal gechillt auf die Strecke. Wir starten natürlich als Letzter, ist ja ganz logisch. Aber dafür können wir jetzt von hinten das Feld aufräumen. Los geht's, Rennen freigegeben. Heute sind die Hacker, die Wackler im Spiel aber schon wieder schlimm. Da, Gamma, was ist denn heute los, ey? Da läuft es immer wieder gar nicht rund. Ja, liegt vielleicht an der Strecke. Ich glaube es aber nicht. Im Moment sind wir 20. Überholen aber schon fleißig. Diese Wackler nerven tierisch. Und das geht wahrscheinlich nicht nur euch da draußen so, sondern auch mir. Läuft es erstmal wieder? Wie lange halt? Gefährlich. 12. Platz im Moment. Solange die Steuerung geht. Okay. Masbu ist vor uns. Wir kämpfen uns vor. Wer hat uns was gelegt? Achter! 4 auf einen Streich. Als nächstes heißt dann 3 auf einen Streich. Uiuiui, jawoll! 4. Das sagt noch einer, wir können nicht fahren. Ach komm, so einen kleinen Wheelie kann man da schon mal einbauen. Den Kollegen überholen sie wieder. Sind wir wohl ein bisschen schneller wieder an, da? Und werden gleich 3-mal überholt.
Quetschen ist einfach dazwischen. Rad an Rad hier. Wir kämpfen hier um den 4. Platz. Da, wo es das letzte Mal schön lief, hackt es diesmal. Vor uns unser Teamkollege, das heißt, Quartararo muss irgendwo auf Platz 2 sein oder so, ja. Oh, wir kriegen eine Strafe. Und verlieren den Platz wieder an Hanika. Dann ist es gleich noch eine Runde. Schauen wir mal, ob wir die drei davon noch bekommen. Oliveira im Moment vor uns. Schlimm, diese Wackler, ehrlich, schlimm. Da kann man null fahren. Hat auch gar keinen Spaß erfahren irgendwie. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe nichts verändert zum Vergleich zum letzten Mal. Und es hängt. Ich frag mich wieso. Die da vorne kriegen wir nicht mehr. Im Leben nicht. Lenkung funktioniert schon nicht mehr gescheit. Hauptsache keine Strafe. Fängen sie wieder dicht an uns. ...0,8 muss der Vorsprung sein. Wer im Moment nicht da ist... ...das im Moment auch nicht gut aussieht. So gefällt mir das wieder besser. Und so fahren wir auch den Vorsprung raus. Ein Sturz wäre jetzt fatal. Kein Podium diesmal. Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon nicht. Aber wir sind Vierter. Und das ist mal ein Ergebnis, was es wert ist. Vom letzten Platz gestartet. Quartararo wird definitiv Dritter. Und gewinnen tut, nach meinen Einschätzungen, Oliveira. Ja, Oliveira gewinnt das Rennen. Da freut er sich schon. Mehr bei uns. Wo wir leider nicht sind. Während sich die Champions auf den Weg zeitgleich mit Kent. Da Kent aber leider Pech gehabt. Aber gewonnen ist gewonnen. Und das gibt wertvolle Punkte für KTM und auch wertvolle Punkte im WM-Kampf. Das heißt, Kent kommt auf 19 Punkte an uns ran. Oliveira holt auf. Sind nur noch 34 Punkte. Geran Quartararo vorbei, der noch 35 Punkte Rückstand hat. Und was Kest ist mal fein raus. Schon lange. Genau. Konstrukteurswertung. KTM hängt langsam Honda ab, die sind nur auf der 2 mit 7 Punkten Rückstand. Und ja, wir steigen auf Level 20. Und verdienen uns ein paar neue Fans und ein paar neue GP Credits. Damit geht's zurück. Aufgrund dieses guten Resultats ist seine Zufriedenheit verständlich.
Natürlich. Die Boxen, der Boxeneingang. Aber er ist mit seinem Team auf einem guten Weg. Ja, zufrieden kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall sein. Aber jetzt gibt es hier noch den Test. Ja, hier hat wohl Rossi gewonnen. Und Lorenzo und Marquez nur Zweiter und Dritter. Das heißt, Lorenzo noch einen Punkt von Marquez weg. Rossi nur noch 3 Punkte. Das wird spannend in der MotoStream. Ja, wir gehen direkt weiter. Der Test in Brünn. Den gibt's jetzt. Das ist hier nochmal die Strecke, 5,4 Kilometer lang, 15 Meter ist die Breite der Straße. Die kann schon einiges. Wir haben hier noch ein Datenpack, was wir verteilen können, nämlich hier aufs Chassis. Damit ist das Chassis ebenfalls auf Stufe 2. Und wir gehen auf die Strecke und fahren unsere Zeit, die wir brauchen. Haben eine Stunde Zeit dafür. Für eine zu schlagende Zeit bei 2 Minuten 6. Das hast du beim ersten Mal. Nur so nebenbei. Und das beim Modus realistisch. Bandai, tut mir leid, aber das habt ihr ganz, ganz schlecht gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil das null realistisch ist. Wir fahren hier ohne irgendwelche Hilfen. Vielleicht die Automatik, aber sonst hier alle Hilfen aus. Fahren wir hier um den Sieg mit. Und das kann ja teilweise gar nicht sein. Gibt eine Strafe von fast einer Zehntel. Die sich jetzt schon fast auf zwei Zehntel verdoppelt hat, weil wir mehr als die Strecke mitgenommen haben. Und die Rückler kommen wieder. Yeah, jetzt haben wir wieder eine Zeitlupe. Tut mir wirklich leid, liebe Leute, aber dieses Spiel ist vollgebuggt, finde ich. Also da hat Bandai dieses Jahr eine relative Scheiße produziert. An meinem Computer liegt es relativ wenig. Denn ich habe jetzt mittlerweile wirklich alles ausprobiert. Ich habe die Grafik mal auf 1280 runtergeschraubt. Oder halt 1024. Und es rückelt genau noch so. Und da frage ich mich, was mit Bandai schief ist. Das macht keinen Spaß, das ist kein Spiel. Das ist einfach nur eine Scheiße, die produziert wurde. Und ja. Da frage ich mich, wie man so ein Spiel für 60 Euro kaufen kann. Ich werde es ganz sicher nicht mehr tun. Nächstes Jahr ganz sicher nicht. Das war das letzte Mal. Runde geschafft und die Zeit reicht nicht. Doch, sie reicht. Locker. Das heißt locker. Knapp, aber fair. 3 Datenpacks erhalten, die wir leider noch nicht einsetzen können. Erst dann im nächsten Part. Ja, wir sind wieder im Headquarter. Da können wir jetzt mal nachschauen, wo wir als nächstes fahren. Das ist nämlich definitiv Silverstone, Großbritannien, Great Britain. 5,9 Kilometer lang, der alte Flugplatz. Ja, da wo auch Formel 1 gefahren wird. Und ja, das gibt es das nächste Mal. Also nicht verpassen. Ja, packen wir es wieder. Wir wollen mal wieder einen Saisonsieg. Und genau den holen wir uns das nächste Mal.
danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt erstmal von hier. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Das war's. Ciao.